Wir haben heute Dusan Runjajic von Maris bei uns mit drei topaktuellen Produkten, die demnächst zur Auslieferung kommen. Duschko, was hast du uns mitgebracht? Grüß dich, Ilka. Also das erste Produkt, was ich heute mit dabei habe oder was wir uns anschauen, ist die Flosse Xtreme. Eine Flosse, an der wir bereits schon 2 Jahre Entwicklung hinter uns haben. Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich einen hohen Anspruch haben, was unsere Produkte betrifft, speziell im Bereich der Flossen, da wir ja seit 60 Jahren mit diesen Produkten schon im Markt sind. Das heißt also, Flossen sind die erste Produktgruppe, mit der Maris genau vor 60 Jahren angefangen hatte. Und zum Jubiläum haben wir uns natürlich gedacht, braucht es auch ein spezielles Produkt. In dem Fall ist es diese Xtreme-Flosse, die also mehrere wichtige Faktoren in sich vereint. Zum einen ist es natürlich die Performance, die Leistung der Flosse. Zum anderen ist es das Design der Flosse. Wir haben hiermit mit Sicherheit ein Produkt geschaffen, was außergewöhnlich ist von der optischen Erscheinung. Aber was ganz, ganz wichtig ist, die Flosse vereint neben den Charakteristiken, die sie beim Schwimmen hat, noch eine Reihe kleinerer Detaillösungen, wie zum Beispiel ein ganz spezielles Fußteil, was bis dato im Markt noch kein Hersteller, auch wir nicht, daran gedacht haben, dass man im Grunde genommen ein Fußteil so konzipieren kann wie bei dieser Flosse. In dem Fall handelt es sich um ein extrem weiches Fußteil, welches sich aus 3 verschiedenen Materialien zusammenstellt. Das heißt, das Anziehen der Flosse ist extrem leicht, die Flosse spürt man nicht am Fuß und darüber hinaus bietet dann in der weiteren Konfigurierung des Fußteils gegenüber dem Blatt die Flosse eine entsprechende Statik und eine entsprechende Kraftübertragung. Und das waren so die Faktoren, die bei uns ganz, ganz wesentlich eine Rolle gespielt haben, hier das Optimum herauszuholen. Und zu guter Letzt, wir reisen viel und die Aufgabe eines Herstellers ist gewiss, hier nochmal sich Gedanken zu machen, wie denn der zukünftige Taucher oder der Taucher überhaupt mit Gewicht umgeht bei seinen langen Flugreisen. Und mit Sicherheit ist dies jetzt im Hightech-Bereich vom Gewicht her das leichteste Produkt, was bis dato im Markt wiederzufinden ist. Also das heißt, wenn man sie vergleicht mit unseren Produkten oder auch mit anderen Flossen, die es im Markt gibt, ist es außergewöhnlich, wenn man das Produkt in die Hand nimmt, wie leicht sie eigentlich auch vom Gewicht her ist. Wir haben hier einen neuen Computer, Duschko, was gibt es dazu zu erzählen? Ja, Ilka, also mit diesem Computer hat es eigentlich eine ganze Reihe Elemente an sich, nämlich es geht hier um den sogenannten Icon HD, der zwischenzeitlich ja schon in diversesten Medien erwähnt wurde. Heute, denke ich, einer der ersten Tauchgänge, die man hier in deutschen Gewässern mit dem Gerät absolviert, zumindest jetzt mal seitens der Presse. Wir haben hier mit diesem Produkt von unserer Seite aus versucht, einen Meilenstein zu setzen, nicht nur was unsere Technologie betrifft, sondern überhaupt übergreifend einfach ein Produkt, welches eine Reihe von Details mit sich bringt, die bis dato im Markt nicht wiederzufinden waren. Natürlich speziell betrachtet ein Farbdisplay, aber darüber hinaus eine ganze Reihe kleiner Details, die wir bis dato, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht bei Computern wiederfinden konnten. Duschko, was gibt es zu dem Carbonregler zu sagen? Ja, egal. Über den Carbonregler haben wir ja schon auf der Boot berichtet. Auf der Boot war er zu sehen und jetzt haben wir ihn hier zum Tauchen. Carbon, Material, welches in Hightech-Bereichen eingesetzt wird, ob es die Formel 1, ob es in der Luftfahrt oder in sonstigen Hightech-Bereichen wiederzufinden ist. Und wir sind im Tauchsportbereich der erste Hersteller, der mit diesem Material wirklich als komplette Komponente in der zweiten Stufe arbeitet. Gewicht, Wärmeleitfähigkeit, vielleicht auch Design. Das eine, das letztere ist sicherlich Geschmackssache, aber schlussendlich haben wir uns Mühe gegeben, hier wirklich ein Top-Produkt im Hightech-Bereich in den Markt zu bekommen oder beziehungsweise für den Markt zu entwickeln, welches auch die Charakteristiken eines Hightech-Regers wiedergibt, also sprich der Atemkomfort entsprechend sichergestellt ist. Also ich denke, ihr werdet jetzt beim Tauchen die Gelegenheit haben zu sehen, warum wir so viel von dem Carbon halten und was wir von dem Carbon halten. Ist Carbon jetzt das Material der Zukunft für Maris oder was können wir uns da vorstellen? Naja, also es ist, nein, das würde ich jetzt nicht sagen wollen. Material der Zukunft, wir werden es bedingt einsetzen. Warum? Weil die Kosten dieses Materials zum einen sehr hoch liegen. Es ist sehr komplex, was die Herstellung betrifft.
Wir werden das Material mit Sicherheit weiterverwenden, allerdings nur im Hightech-Bereich, also wirklich nur am höchsten Level. Es macht keinen Sinn, dieses Material overall, also in allen Segmenten, also im Entry-Level-Bereich oder im Mid-Segment einzusetzen. Das werden wir mit Sicherheit nicht machen. Ja, dazu ist dieses Material tatsächlich doch etwas in einer anderen, spielt in einer anderen Dimension, was den Kostenfaktor betrifft, als es Metall bzw. auch Kunststoff ist. Durchgut, da sind wir sehr gespannt und das werden wir jetzt ausprobieren. Ja, dann lass uns loslegen. Auf! Flossen Extreme ziehen sich sehr leicht an und aus, haben ein sehr angenehmes Fußteil, kaum spürbar eigentlich am Fuß, auch unter dem Tauchgang hat man nicht wirklich das Gefühl, Flossen am Fuß zu haben und dennoch haben sie, wenn man sie mal komplett durchzieht und richtig Gas gibt, richtig ordentlich Power. Farbfernsehen unter Wasser ist kein Gimmick. Man bemerkt sehr schnell, dass mit Farben und auch Grafiken gearbeitet wird, was die Prioritätenverteilung angeht, also das Lenken des Auges auf bestimmte Werte. Die Farbe ist natürlich auch verarbeitet in den Grafiken, die man sich auf den Bildschirm laden kann, die Tauchplätze beschreiben. Da ist es also ganz wichtig. Ansonsten ein völlig neues Empfinden, die Informationen auf den Bildschirm zu packen und alles mal höchst spannend. Carbon als Material in einer zweiten Stufe verbaut, spürt man sehr wohl. Hier entsteht im Prinzip eine extrem leichte zweite Stufe. Das ist sehr angenehm, wenn man beispielsweise zu Ermüdungserscheinungen im Kiefer neigt, wenn man sehr lange Tauchgänge macht. Atemwiderstand ist so gut wie gar nicht vorhanden. Man hat das Empfinden, wie an Land im Prinzip zu atmen. Insofern
ein sehr hochklassiger Regler.